Eigentlich ist es das Normalste der Welt, Wasser trinken. Aber eben auch nur eigentlich. Wobei für mich war bisher wirklich ein Mineralwasser wie das andere. Bis ich auf Instagram gesehen habe, dass das für manche Leute so ein richtiges Lifestyle-Produkt ist. Es soll gesund sein, mich schöner machen, alles Mögliche. Macht es einen Unterschied, ob ich besonderes Wasser trinke? Jetzt bin ich neugierig. Haben die recht und habe ich was verpasst? Zeit, ihm den roten Teppich auszurollen. Dem Mineralwasser. Sommelier kenne ich eigentlich auch nur so vom Wein. Du machst das aber also jetzt für Wasser? Genau, das kann man genauso mit Wasser machen. Ja, da gibt es so viele unterschiedliche Nuancen und das ist, was mich fasziniert. Jetzt, danke sehr. Naturell. Erstmal wirklich nur ein Schlückchen, ein bisschen so in dem Gaumen spielen lassen. Ja. Und erst dann schlucken und dann so ein bisschen auf den Nachgang warten. Also ich komme mir ein bisschen komisch vor. Hm. Also es fühlt sich sehr weich und sanft an, ja. Finde ich. Mhm. Finde ich schon. Wirklich sehr... neutral. Ja. Genau. Jetzt gehen wir zum zweiten Wasser. Okay, ja, das ist definitiv anders. Mhm. Aber jetzt für mich erstmal hat es einfach mehr Kohlensäure. Und dadurch wird es auch ein bisschen säuerlicher. Mhm. Schmeckt mir besser. Würde mich mal interessieren, wie es euch geht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, worauf ihr beim Mineralwasser achtet. Mit Kohlensäure oder ohne. Ich mag es ehrlich gesagt gern mit einem Scheibchen Zitrone drin. Prost! Aber ihr habt eine richtige Wasserkarte, ne? Ja. Also und da sind doch auch so bestimmt richtig abgefahrene Wässer drauf. Ich habe über 400 Wässer und das ist schon 400? Mal... 400? Ja. Flaschen ab 30, 40, 50 Euro bis 320 Euro. Was? 320 Euro? Ja. Das würdest du sagen, diese 320 Euro können sich irgendwie lohnen? Also ich würde es persönlich nicht ausgeben. Sag's ehrlich. Ich würde es nicht ausgeben. Okay. Es ist so ein bisschen dekadent auch. Ja, aber ich würde sagen, es ist schon so, dass man so ein Gespür erstmal dafür bekommt, wie kostbar Wasser ist. Mhm. Diese Wässer habe ich nicht da, um die einfach so zu trinken, sondern um ja, wirklich diese, ja, also was, wie wichtig für unser Leben Wasser ist. Und letztendlich, Deutschland ist das Land mit den meisten Quellen der Welt. Es gibt kein Land mit so vielen Quellen. Also das Wasser, das schmeckt mir jetzt persönlich am besten. Aber ist es deshalb auch besonders? Tut mir gut, macht mich schön oder sonst irgendwas? Also Spurensuche würde ich jetzt erstmal auf der Flasche betreiben. Da steht nämlich der Herkunftsort immer drauf, wie so ein Gütesiegel, wie so ein Qualitätssiegel draufgepackt. Macht das also den Unterschied? Bestimmt die Herkunft darüber, ob ein Wasser besonders ist? So, zum Proben sammeln. Damit ich sehen kann, ob ich etwas Wertvolles gefunden habe. Und eine schicke Karaffe, weil es heute noch so richtig edel wird. Auf geht's! Die Eifel ist nicht nur richtig schön, sondern auch so ein richtiges Mineralwasser Eldorado. Allein 22 Wassermarken kommen hier aus der Gegend und es gibt richtig viele Quellen, die auch kommerziell genutzt werden. Aber ich frage mich, wenn so Quellen so viel wert sind, kann man da nicht vielleicht auch mal noch eine neue finden? Flüssiges Gold sozusagen, eine echte Schatzsuche. So, was wir suchen, echtes Mineralwasser. Und damit messen wir es. Dieses kleine Gerät misst nämlich die elektrische Leitfähigkeit von Wasser. Und das Wasser? Von Mineralwasser, das ist ja voller Mineralstoffe. Das, was da gelöst ist, sind eigentlich Salze, die dann eben im Wasser in geladene Teilchen zerfallen, in Ionen. Damit können wir es messen. 80. Ich glaube, das ist eher ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, wir haben es noch nicht.
Deswegen treffe ich mich gleich mit Professor Frank Sirocco. Der ist Geologe und der müsste ja wohl wissen, wie so eine Quelle ausschaut. Also, Herr Sirocco, ich wünsche mir ja so sehr, eine Mineralwasserquelle, eine echte mal zu sehen. Warum haben wir uns denn jetzt hier getroffen? Diese Mare sind durch vulkanische Prozesse entstanden. Und zwar immer entlang von großen, tiefreichenden Störungen. Okay. Und auf diesen Störungen, da kommt auch das Mineralwasser. Dort, wo der Bach fließt, da ist das Zentrum der Störung. Aha. Und also insofern macht es schon Sinn, sich so die Bachbetten lang zu bewegen und zu gucken, ob es irgendwo blubbert. Was müssten wir denn erwarten? So ein paar hundert kann das schon sein. 107, 108, 109, also das ist noch nichts, oder? Nein, nein. Also wenn es wirklich ein hochmineralisiertes Wasser ist, dann liegen die Werte mehrere hundert oder sogar 2.000, 3.000. Oh, krass, okay. Das hier ist noch ganz normales Bachwasser. Na toll. Und ich würde doch so gerne mal eine Quelle sehen. Ich zeichne schon noch ein. Ja, ich bin gespannt. Wie das ist es. Ja, das ist es schon. Das sieht aber nicht neu aus. Nee, so eine ganz frische, neue Quelle finden Sie auch in der Eifel nicht mehr. Echt? Es gibt 250 Quellen hier und die sind alle schon mal untersucht worden. Oh. Ja, Sie sehen jetzt hier, da kommt ordentlich Gas aus dem Boden. Ey, aber echt, es blubbert richtig. Genau, das ist CO2. Ja. Jetzt sieht man aber doch hier dieses ganze Rot. Was ist das jetzt? Das Rot ist das Eisen, was eben halt als Hydroxid dann so eine Rostfarbe, so eine rote Rostfarbe hat. Und das ist eben halt das Besondere bei diesem Wasser. Hier in der Eifel, die haben immer sehr hohe Eisengehalte. Okay. Und von daher, wenn Sie so einen Bach lang gehen und Sie sehen plötzlich überall so einen roten, rostbraunen Schlamm, dann wissen Sie sofort, da kommt jetzt irgendwie Wasser aus der Tiefe hoch, was einen starken Eisengehalt hat. Tatsächlich. Über 800. Also Sie probieren, ich probiere. Das schmeckt ein bisschen wie Blut. Na gut. Aber wer sich viel vegetarisch ernährt, der kriegt hier seinen kleinen Eisenschock, würde ich sagen. Okay, aber das ist jetzt nicht das allerleckerste Mineralwasser, was ich je getrunken habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Nicht jedes Mineralwasser, was man hier kommerziell nutzt, kommt wahrscheinlich so an die Oberfläche, oder? Nein, nein. Die Mineralwasser, die Sie fördern, die werden aus 80 Meter Tiefe meistenteils geholt. Da ist das Wasser super sauber. Und das hat was damit zu tun, wie das Wasser da unten überhaupt hingekommen ist. Mineralwasser entsteht, wenn Regen ins Erdreich sickert. Und zwar ganz tief nach unten, weit unter das Grundwasserlevel. Auf dem Weg in die Tiefe kommt es durch verschiedene Gesteinsschichten. Die verschiedenen Gesteinsschichten, die wirken dabei wie ein Filter. Sie reinigen das Wasser. Je nachdem, welches Gestein es ist, wie durchlässig also der Filter ist und in welcher Tiefe die Schicht liegt, also mit welchem Druck das Wasser draufkommt, kann es manchmal Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis das Wasser durch die einzelnen Schichten gerieselt ist. Ab einer Tiefe von 30 bis 40 Metern ist das Wasser dann ganz rein. Und normalerweise bleibt es da unten dann auch vor Verunreinigungen geschützt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es dann über die Zeit immer mehr Mineralstoffe aus dem Gestein löst. So entsteht Mineralwasser, was per Definition ursprünglich rein ist. Nur leider zeigen Untersuchungen der Zeitschrift Ökotest, dass nicht alle Mineralwässer auf dem Markt dieser Definition auch gerecht werden. Es wurden 100 Mineralwässer getestet und leider wurden in 25 Quellen Schadstoffe gefunden. Es ist ja so, bei seinem Weg nach unten durch die Gesteinsschichten kann das Wasser natürlich auch für uns schlechte Stoffe aufnehmen, wie zum Beispiel Uran, Arsen und Bor. Das wäre natürlich nicht gut, wenn die dann in zu hohen Konzentrationen in der Quelle zu finden sind. Weil die ganz natürlich im Boden vorkommen, muss man sie überwachen. Werden bestimmte Konzentrationen überschritten, dann wird die Quelle dicht gemacht. Außerdem können die Quellen auch durch den Menschen verunreinigt sein. Zum Beispiel durch Pestizide, die auf den Ackern landen, dann ins Erdreich sickern und möglicherweise eben auch bis runter in die Mineralwasserquellen. Ihr seht also, es ist leider wie immer. Nicht jedes Versprechen wird gehalten und nicht jedes Mineralwasser, das ihr kaufen könnt, ist wirklich noch ursprünglich rein. Ich habe euch die Untersuchungen aber sicherheitshalber mal unten verlinkt. Einen direkten Zusammenhang von Preis und Qualität sieht man aber nicht, weil ja das Prinzip, wie sich die Mineralstoffe in dem Mineralwasser anreichern, bei jeder Quelle gleich sind. Ist es egal, wo das Mineralwasser herkommt? Ganz und gar nicht. In vulkanischen Regionen wie der Eifel kommt nämlich eine Besonderheit hinzu. Da kommt das Tiefenwasser noch mit aufsteigendem CO2, was es ja in der vulkanischen Region gibt, in Kontakt. Und CO2 und Wasser bilden dann zusammen Kohlensäure.
Und die Säure im Wasser, die sorgt dafür, dass noch mehr Mineralstoffe aus dem Stein gelöst werden. Je länger das Wasser da unten lagert, desto mehr Kohlensäure entsteht, desto mehr Mineralstoffe werden gleichzeitig gelöst und desto kräftiger ist am Ende auch der Geschmack. Welche Stoffe und wie viel davon im Mineralwasser zu finden sind, ist abhängig von der Gesteinsart, davon, wie lange das Wasser bei welcher Temperatur und unter welchem Druck in der Gesteinsschicht verweilt und vom Kohlensäuregehalt. Die geologischen Besonderheiten bestimmen also die Zusammensetzung des Mineralwassers. Damit ist tatsächlich die Herkunft entscheidend. Das Ganze ist eben ein natürlicher Prozess. Und die Region, die macht quasi wie so einen kleinen Stempel ins Mineralwasser und ist damit entscheidend auch für den Geschmack. In Deutschland muss jedes Mineralwasser direkt am Quellort abgefüllt werden. Und der Name, der steht dann auch auf dem Etikett. Wenn die Quelle mal verunreinigt ist, dann darf sie auch nicht gereinigt werden. Dann wird sie geschlossen. Aber ist das Wasser von Quelle X denn jetzt besser als das von Quelle Y? Um das herauszufinden, geht's jetzt noch mal in die Verkostung. Hier erstmal ein Wasser aus der Eifel. Wie eben. Schon mal lecker. Mhm. Leicht säuerlich, minimal, aber insgesamt eigentlich so sehr ausgewogen, würde ich fast sagen. Ja, ich finde auch ausgewogen ist der richtige Begriff. Wir haben hier in der Eifel eigentlich drei Hauptgesteinstypen. Das eine ist der Schiefer, das andere sind die Vulkangesteine. Und das letzte ist dann der Dolomit. Das ist ein kalkartiges Gestein. Und alle drei mischen sich hier. Jetzt haben wir das nächste Wasser. Okay. Das ist ganz was anderes. Das geht ein bisschen gegen mich, um ehrlich zu sein. Nee, ist nicht meins. Es schmeckt fast ein bisschen wie abgestanden, also wie kalkhaltiges Leitungswasser. Das ist nicht Kalk, sondern das ist Calciumsulfat. Okay. Da ist das Mineral, aus dem es entstanden ist, das Gips. Sie mögen es nicht so sehr, weil sie ein anderes Wasser gewohnt sind. Mhm. Aber wenn Sie Leute aus der Schwäbischen Alb sprechen, die lieben dieses Wasser, weil einfach das, was man kennt, das empfindet man eigentlich als angenehm. Also Omas Küche am liebsten hat. Dann habe ich uns noch ein ganz teures mitgebracht. Also ein echtes Lifestyle-Produkt. Ich würde sagen, mal ein Schlückchen für Sie. Schön. Ein Schlückchen für mich. Nochmal. Zum Wohl. Prost. Schmeckt nach nichts. Ist auch nichts drin. Das ist bei allen Naturellwässern, dass wenig Mineralstoffe drin sind. Weil es benötigt die Kohlensäure und den entsprechenden pH-Wert, um die Ionen im Wasser zu halten. Und in dem Augenblick, wenn kein Hydrogencarbonat, kein CO2 dabei ist, dann halten sich die Stoffe nicht. Es ist also wirklich so. Je nach Herkunft und je nach Inhaltsstoffen ist Wasser echt nicht gleich Wasser. Die Frage aber ist doch jetzt, was hat der unterschiedliche Geschmack mit der Qualität des Wassers zu tun? Gibt es Wässer, die besser sind für uns? Dafür ist wichtig zu wissen, unser Körper kann Mineralstoffe nicht selbst bilden. Wir müssen sie also über Nahrung oder Wasser zu uns nehmen. Natrium zum Beispiel. Das ist wichtig für Leute, die viel schwitzen. Also Ausdauersportlerinnen zum Beispiel, die verlieren viel Wasser und Salz beim Sporttreiben. Da rinnt er. Und so ein natriumhaltiges Mineralwasser füllt beides auf einen Schlag wieder auf. Und sorgt noch dafür, dass weniger Wasser ausgeschwemmt wird, weil Salze nämlich Wasser im Körper binden. Oder Magnesium. Man kennt das doch manchmal, dass man einen Krampf hat und irgendwie magnesiumhaltige Brausetabletten nehmen soll. Dabei tut es auch ein Mineralwasser, was viel davon enthält. Also, macht es jetzt einen Unterschied, ob ich besonderes Wasser trinke oder nicht? Also ich finde ehrlich gesagt, der Hype ist überschätzt. Für mich taugen gerade diese Luxuswässer nicht als Lifestyle-Produkt. Obwohl ich schon sagen muss, es ist irgendwie krass, dass ich mir nie so richtig Gedanken gemacht habe, dass Mineralwässer wirklich unterschiedlich schmecken können. Und ich fand es schon schön zu sehen, ja, wie man so die Geologie eines Ortes rausschmecken kann. Wie dieses Naturprodukt je nach Region wirklich einzigartig ist. Also ich werde mein Wasser jetzt auf jeden Fall bewusster trinken und finde das irgendwie auch ganz schön, dass ich das wieder mehr wertschätze. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Hier geht's zu einer weiteren Folge von Terra Explorer und da ist noch ein anderes Video aus dem ZDF-Kosmos.